Hoho, meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im heutigen Türchen meines Adventskalenders. Ich starte den Adventskalender mit einem Sachbuch zum Thema Bullet Journal und zwar ist das ein Buch von Ryder Carroll, was mich in diesem Jahr sehr begeistert hat und mir unglaublich viele Tipps und Ideen gegeben haben, wie ich mich strukturieren kann, wie ich mein Bullet Journal nutzen kann und ja, ich habe das Buch zweimal zum Geburtstag geschenkt bekommen, einmal in der deutschen, einmal in der englischen Ausgabe. Ich habe mich immer bemüht, in der englischen Ausgabe zu lesen, doch es fällt mir tatsächlich im Nachgang leichter, manche Stellen einfach nochmal im deutschen Buch nachzuvollziehen und dementsprechend habe ich jetzt auch das deutsche Buch in der Hand. Bullet Journaling ist im Grunde ein Kalender, den man sich selbst gestaltet. Dadurch kennt man sehr oft wirklich die sehr bunten, aufwendigen, dekorierten Kalender, die es auf Pinterest und Instagram zuhauf gibt. Hier bei Ryder Carroll wird uns aber der ursprüngliche Plan des Bullet Journals gezeigt, dass er wirklich einfach nur ein leeres Notizbuch genutzt hat, wo er seine Bullets, also Stichpunkte, aufgeschrieben hat, was er sich für den Monat vorgenommen hat, für die Woche und auch für den Tag. Und es ist wirklich sehr einfach gehalten, diese Methodik, die kann eigentlich jeder erlernen. Man muss kein großer Künstler sein, sondern nur seine Gedanken einfach mal einmal im Monat, einmal in der Woche und einmal am Tag zusammennehmen, sich überlegen, wie sind meine Ziele, diese herunterbrechen auf einzelne Schritte und diese dann in dieser Methode anwenden. Es sind tolle Tipps enthalten, sehr viele Gedankengänge, die man, wenn man auch Bullet Journal schon länger gemacht hat, viel besser jetzt nachvollziehen kann, gerade das Herunterbrechen von Zielen. Es ist etwas sehr Achtsames, denn man blickt sowohl in die Vergangenheit, was man in die Gegenwart mitnimmt, um dann eben auch seine Zukunft zu gestalten. Und das, finde ich, hat Ryder Carroll in sehr gelungener Sprache, in sehr bildhafter Sprache, mit vielen Beispielen untersetzt, auch wirklich in diesem Buch gezeigt. Ich selbst bin ja Mitte des Jahres dann eher wieder auf dem Final Facts zurückgegangen, habe mir aber einige Dinge aus dem Bullet Journal Methodenbuch von Ryder Carroll mitgenommen, weil ich das wirklich mega, mega praktisch finde und ich einfach Gedankengänge nachvollziehbarer finde. Ich persönlich mag eigentlich keinen klassischen Kalender mehr, weil ich es immer sehr frustrierend und nervig fand, wenn die Tage nicht mit irgendetwas befüllt wurden. Beim Bullet Journal hat mich aber irgendwann dann doch gestört, dass ich immer etwas vorbereiten musste und ich da manchmal aber eigentlich gar nicht mehr die Muße dazu hatte. Und so bin ich jetzt auf einen File Facts im Grunde zurückgegangen, habe doch irgendwie vorgefertigte Kalendertage. Ich habe immer eine Woche auf zwei Seiten in der Personal Größe, die ein bisschen kleiner ist als ein Bullet Journal und auch dieses Buch. Und da nutze ich dann aber trotzdem vieles, was Ryder Carroll uns im Grunde hier erzählt. Also ich mag es, eine Monatsübersicht zu haben, da etwas zu planen, zu wissen, was steht diesen Monat an, was nehme ich vielleicht in den nächsten Monat mit. Ich mag es, eine Jahresübersicht zu haben, wo man sich auch Dinge schon mal vortragen kann, um einfach zu erkennen, ist das überhaupt in den jeweiligen Monaten, Quartalen, wie auch immer überhaupt möglich. Und dann natürlich auch herunterzubrechen ein bisschen, was möchte man in der Woche tun, hat man vielleicht einen Putzplan, der sich jeden Tag irgendwie für die Woche eignet. Gibt es Dinge, die man nur einmal im Monat macht, alle zwei Wochen, einmal im Quartal. Das kann man alles mit dieser Bullet Journal Methode übernehmen und natürlich auch durchaus in den File Facts. Es stand jetzt hier nicht so richtig viel Neues drin, sage ich mal, aber das Besondere, was dieses Buch für mich zum Highlight gemacht hat, ist, dass es einfach nochmal so von der Pike auf einem erklärt, was sich der Erfinder dieser Methode gedacht hat. Denn man erfährt von dieser Methode, wenn man sich YouTube-Videos anschaut oder Blogs liest, natürlich immer, was der jeweilige, der das schon umsetzt, sich dabei denkt und was er dabei gut findet, schlecht findet, was auch immer. Aber einfach mal so diesen Ursprung zu haben und warum Ryder Carroll überhaupt auf dieses System gekommen ist und wie ihm das geholfen hat und was man da selbst einfach mitnehmen kann, das hat mir unglaublich gut gefallen. Zudem haben mir auch wirklich die Tipps und Tricks geholfen, die bildhaften Beispiele auch für Tracker, auf die ich wohl nie gekommen wäre ohne Ryder Carroll. Nicht alles übernehme ich, nicht alles mache ich monatlich, auch nicht alles finde ich wirklich gut. Ich bin zum Beispiel niemand, der seinen ganzen Tag irgendwie strukturieren würde, der einfach jetzt sagt, so, jetzt fange ich heute eine halbe Stunde das, dann eine Stunde das, dann das, sondern ich bin auch tatsächlich manchmal mehr ein Macher, der dann eben auch einfach tut, bevor er plant. Und auch das kann man durchaus mit der Bullet Journal Methode einfach mitnehmen und für sich im Grunde auch so umsetzen. Und mir hat Ryder Carroll auch den Druck genommen, dass es schön aussehen muss.
weil man ja dann oft denkt, oh, ich habe mich hier verschrieben, es ist eine Katastrophe, und nein, das ist es nicht. Also man geht hier auch weg vom Perfektionismus, was ich gerade in der Freizeit einfach sehr wichtig finde, dass man da nicht perfekt ist, und da nimmt einem Ryder Carroll tatsächlich so ein bisschen, ja, diese Angst vor dem Perfekten. Jeder, der schon mal irgendwie damit geliebäugelt hat, sich ein Bullet Journal anzulegen, dem empfehle ich dieses Buch absolut. Jeder, der vielleicht auch einfach mal das, was er da tut, hinterfragen möchte, irgendwie neu sortieren möchte, neu einordnen möchte, den empfehle ich es auch. Und natürlich muss man irgendwie bei einem Sachbuch auch sagen, es ist natürlich jetzt kein klassischer Roman, sondern es geht hier wirklich darum, diese Methode anzuwenden. Wo kommt sie hin, her? Wo geht sie hin? Was nimmt man daraus mit? Und mir hat dieses Buch wirklich viel gegeben, viel gebracht, und ich habe auch einige Notizmerker enthalten und schaue immer wieder hinein, wenn ich mal irgendwie Inspiration brauche oder einen Gedankengang einfach nochmal von ihm nachvollziehen möchte. Mir hat dieses Buch in diesem Jahr sehr viel gegeben, und ja, ich danke allen denen, die mich damit sozusagen beschenkt haben und mir damit eine Freude gemacht haben und mich beglückt haben. Und ja, das war das erste Türchen. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim zweiten Türchen, und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen 1. Dezember.